Herzlich willkommen bei OK54 Nachgefragt. Schulden zerstören und verändern das Leben vieler Menschen. Seit 25 Jahren hilft die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas Trier Menschen aus dieser Lebenskrise. Frau Dr. Behrens Weber ist Schuldner- und Insolvenzberaterin bei der Caritas und wir wollen von ihr erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, schuldenfrei zu werden. Guten Tag, Frau Dr. Behrens Weber. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Schmidt. Ich freue mich auch und vor allen Dingen, dass wir schon bereits ein silbernes Jubiläum in der Schuldnerberatung feiern konnten und so vielen Menschen in der Zeit zur Verfügung standen und unsere Hilfe angeboten haben. Welche Personen verbergen sich hinter der Schuldnerberatung der Caritas? Sind dies im Moment zwei Vollzeitkräfte, meine Kollegin und ich. Wir haben uns die Zuständigkeit aufgeteilt. Das heißt, die Kollegin ist für die Stadt Trier zuständig und ich für die Bewohner des Kreises Trier-Saarburg. Aus diesem Grund haben wir auch zwei Standorte, zwei Büros, eins in Trier und ich eins in Saarburg, wo ich also regelmäßig einmal die Woche Gespräche abhalte. Es sind dies zwei sogenannte Insolvenzberatungsstellen, das heißt vom Land Rheinland-Pfalz anerkannt und gefördert. Wir beide, wir Vollzeitkräfte, Hauptamtliche, werden unterstützt von einem ehrenamtlichen Rechtsanwalt, der 2 bis 3 Tage der Woche vor Ort bei uns mithilft. Was sind die häufigsten Ursachen, dass Menschen in diese Abwärtsspirale geraten? Meist, muss man sagen, steht am Anfang die aktive Verschuldung. Das heißt, Menschen wollen sich Wünsche erfüllen und gehen ganz bewusst Ratenzahlungen ein. Es kann so sein, dass sie dann eine Rate zu viel eingehen, das heißt, dass sie dadurch in eine chaotische Krisensituation kommen oder dass eine Lebenskrise dazu kommt, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Krankheit, Unfall und was noch alles so gibt und dass sie dadurch den Zahlungsverpflichtungen, die sie gedacht haben, erledigen zu können, einfach nicht mehr nachkommen können. Und sie geraten aus dem Zustand, wir nennen das von der Verschuldung in die Überschuldung. Das heißt, sie sind in einem Zustand, den sie alleine nicht mehr regeln können. Dann brauchen sie eben professionelle Hilfe. Und wir unterscheiden auch ganz bewusst Konsum- und Krisenschuldner. Und wir haben auch einen Typus, den nennen wir Armutsschuldner. Das heißt, das sind auch Menschen, die können Schulden quasi gar nicht mehr vermeiden. Das ist eine quasi Neuerung, negative Neuerung der letzten Jahre. Das heißt, die Menschen, das sind hauptsächlich Hartz-IV-Empfänger oder Leute mit niedriger Rente oder aus dem Niedriglohnsektor, die müssen quasi Schulden machen, wenn sie eine Brille brauchen, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Das sind halt unvermeidbare Schulden. Mhm. Genau, das wollte ich auch noch mal nachfragen. Und man hört ja auch immer viel über Altersarmut und halt eben auch die steigenden Energiekosten, sowie dass der Lohn trotz Vollzeitbeschäftigung nicht ausreicht. Sind das mittlerweile auch Gründe, warum Menschen sie aufsuchen? Ist das bei Ihnen auch angekommen? Beobachten Sie da halt eben schon irgendwie eine Entwicklung, wo die dahingehend geht? Ja, das kann man so sagen. Also wir haben mittlerweile 10% unserer Fallzahlen sind Klienten über 60 Jahre. Und die können, wie gesagt, Dinge des täglichen Lebens, die sie brauchen, sie geraten in Schulden aufgrund ihrer Armut, aufgrund der Tatsache, dass das Einkommen einfach nicht reicht, um die Lebensexistenz zu sichern. Und sie haben ja auch keine Rücklagen. Das ist das Problem, dass sie keine Rücklagen haben. Sie haben kein Sparbuch. Also wenn irgendwas kommt oder wie eine Nebenkostenabrechnung vom Strom, vom Gas, von der Miete, das sind so Dinge, die können sie nicht aufbringen. Und das trifft vorwiegend und verstärkt ältere Menschen auch. Was kann man denn selbst tun, um solche Situationen irgendwie zu vermeiden? Wie kann ich selbst noch mal Vorsorge treffen?
Ja, wenn es eben nicht gerade solche Menschen sind, die quasi gar keine Vorsorge treffen können, weil sie eben nicht zurücklegen können, muss man natürlich in erster Linie seinen Haushalt im Auge behalten. Und der Haushalt, den hat jeder, auch der Schüler schon, hat einen gewissen Haushalt. Das heißt, man hat Einnahmen, man hat Ausgaben. Und selbst beim Schüler ist es das Taschengeld und die Ausgaben sind vielleicht Handy oder Fahrtkosten oder sowas in der Art. Man muss haushalten lernen und das ist halt das Problem, dass viele Leute diese allgemeine Finanzbildung oder Finanzkompetenz, wie wir sagen, das haben sie nicht gelernt von Kind auf oder sie sagen einfach, das interessiert mich nicht, aber sie müssen ihren Haushalt im Auge behalten. Sie können nicht mehr Ausgaben, als sie einnehmen. Das ist ein ganz ein Grundpatentrezept. Und wenn man das beachtet und auch bei der Verschuldung im Auge behält, dass man sieht, aha, ich habe so viel freie Finanzspitze, jetzt kann ich mich verschulden. Die Rate kann aber zum Beispiel nicht mehr als 100 Euro betragen im Monat. Und wenn man das im Auge behält, gerät man auch nicht so leicht in Schulden. Und hinzu kommt, dass man möglicherweise, wenn man eben geringes Einkommen hat oder nicht aus dem Vollen schöpfen kann, sehr zögerlich mit EC-Kartenzahlungen ist, dass man möglicherweise auch ein Haushaltsbuch führt, dass man, wenn man weiß, man hat den Schwachpunkt, dann muss man entsprechend handeln, Vorsorge treffen. Ja. Was macht Schuldnerberatung? Ja, von der Definition sind wir ein Beratungsdienst und bieten Hilfe für überschuldete und von Überschuldung bedrohte Menschen an. Wir sehen aber nicht so die Schuldenregulierung oder die Schuldnerberatung im Mittelpunkt, sondern den Mensch. Das heißt, wir nennen uns auch Sozialberatung für Schuldner und wir arbeiten ganzheitlich. Wir versuchen, den Menschen in der Multiproblemlage, in der er sich befindet, zu erkennen und auch die Ursachen und die Auswirkungen von Schuldnerberatung mit zu behandeln oder zu beseitigen. Weil wir wollen ja, wenn wir ganzheitlich arbeiten, auch nachhaltig sein. Ein Beispiel wäre jetzt, ein Schuldner, der hochverschuldet ist, ist auch zugleich suchtkrank. Durch die Sucht wird er immer weiter Schulden machen. Und wenn man die Sucht nicht gleichzeitig oder vorher therapiert, wird man, ist wie ein Fass ohne Boden, wird man auch die Schulden nicht in den Griff bekommen. Oder man hat eine Situation, Eheleute haben ein Haus, befinden sich aber in einer Ehekrise. Trennung, Scheidung steht an. Das heißt, durch Mediation oder durch Vermittlung könnte man da zum Beispiel die Verschuldung, die droht in die Überschuldung zu geraten, auch in den Griff bekommen. Man muss also ganzheitlich arbeiten, man muss das Ganze komplex sehen, ansonsten hat man auf Dauer keinen Erfolg. Wie bekommt man Kontakt zu Ihnen? Haben Sie lange Wartezeiten? Im Vergleich zu anderen Städten, also den Großstädten, wo schon mal Wartezeiten bis zu einem Jahr sind, haben wir eigentlich relativ kurze Wartezeiten, 4 bis 6 Wochen. Diese Zeit ist eigentlich auch manchmal gut, weil in der Zeit der Schuldner sich schon vorbereiten kann. Denn wir haben eine Prozedur quasi, um zu einem Termin zu kommen, wenn der Schuldner uns kontaktiert, was meistens über E-Mail oder übers Telefon passiert oder in unseren offenen Sprechstunden, die wir auch regelmäßig anbieten, dann bekommt er einen Fragebogen für Schuldner zugeschickt. Und da dieser Fragebogen beinhaltet neben Fragen zu seiner Person und zu Unterhaltspflichten und zu den finanziellen Verhältnissen auch einen Haushaltsplan und eine Gläubigerliste. Und um den Haushaltsplan auszufüllen, muss der Schuldner wirklich auch sich mal Gedanken machen, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben. Das Ganze kann er am besten in Ruhe zu Hause machen. Und er muss seine Unterlagen sortieren, und damit er überhaupt die Gläubigerliste ausfüllen kann. Und sobald der Fragebogen an uns zurückgeschickt worden ist, dann bekommt er meist am nächsten Tag einen festen Termin für ein sogenanntes Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch, was dann, wie gesagt, nach 4, 6 Wochen später stattfindet, wird im Prinzip
der erste Weg festgelegt, wie man aus den Schulden rauskommt. Das heißt, es wird eine zusammen mit dem Schuldner aufgrund seiner Zahlungsfähigkeit und seiner finanziellen Verhältnisse und seiner Ressourcen, die er hat, wird ein Plan erstellt. Und dieser Plan wird dann verwirklicht in einem sogenannten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren, was wir als anerkannte Beratungsstelle auch im Auftrag des Landes offiziell dann durchführen. Also man kann sich so vorstellen, es wird eine Bestandsaufnahme erfolgen und Sie versuchen halt eben dann mit demjenigen Schritt für Schritt durchzugehen, wie man aus dieser Lage am besten rauskommt. Ja, das Ganze geht eigentlich so vor sich, dass wir in diesem Verfahren, also der Schuldner unterschreibt bei uns eine Vollmacht und Betreuungsregeln, denn darauf legen wir Wert, weil wir brauchen die Mitwirkung und die Motivation des Schuldners. Wenn er nicht mitmacht, können wir unser Verfahren schlecht durchführen oder gar nicht. Und wenn das der Fall ist, dann schreiben wir alle seine Gläubiger an. Das heißt, wir bekommen seine Unterlagen. Und wenn wir dann diese Gesamtschuldensituation erfasst haben, also die Gesamtforderung erfasst haben, wird ein Angebot an alle Gläubiger gerichtet. Und dies geschieht auf der Basis eben des Vermögens, der Vermögensverhältnisse des Schuldners und des pfändbaren Einkommens. Weil beides auch im Falle, dass ein gerichtliches Insolvenzverfahren durchgeführt werden muss, vom Schuldner verlangt wird, dass er das abgibt. Unsere Pläne werden so aufgestellt, dass sie quasi analog zu dem gerichtlichen Verfahren sind, um dieses eben zu vermeiden, indem wir sagen, Gläubiger, das bekommt ihr in einem Gerichtsverfahren, wir geben euch aber schon freiwillig außergerichtlich das. Selbe Angebot, eigentlich ist es noch besser. Und wenn wir eine Zustimmung aller Gläubiger haben, haben wir den Plan bestätigt und der Schuldner ist außergerichtlich entschuldet. Sollte es aber nicht zu einer außergerichtlichen Einigung kommen, müssen wir halt den Weg über das Insolvenzgericht beschreiten. Ja, dann kommen wir jetzt nun zu dem Insolvenzverfahren. Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wenn wir diese außergerichtliche Einigung durchgeführt haben und das Ergebnis ist so, dass die Mehrheit der Gläubiger diesen Plan ablehnt, dann erhält der Schuldner von uns einen vorgefertigten Insolvenzantrag, also ein Formular, was ziemlich dick ist, was er noch überarbeiten muss, insofern also bestimmte Unterschriften zu leisten hat, und er geht mit diesem Antrag zum Gericht. Es gibt allerdings auch Fälle, wo das Angebot so ist, dass eine Mehrheit der Gläubiger den Plan annimmt. Nicht alle, aber eine Mehrheit. Und dann gibt es noch ein Vorverfahren bei Gericht, was wir auch beantragen können. Das nennt sich gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren. Die Mehrheit der Schuldner geht aber in das Insolvenzverfahren. Und das Insolvenzverfahren wird halt dann, wenn der Schuldner den Antrag abgegeben hat, bei Gericht eröffnet und läuft in zwei Phasen ab, sehr detailliert. Und dauert 6 Jahre und nach 6 Jahren ist der Schuldner schuldenfrei, wenn er sich den Gegebenheiten des Verfahrens anpasst. Das heißt, es ist ein Verfahren für sogenannte redliche Schuldner, steht im Gesetz. Er muss arbeiten gehen, also er muss sich bestimmten Gegebenheiten unterwerfen. Er muss dem Treuhänder, der ihm zur Seite gestellt wird vom Gericht, Rede und Antwort stehen. Aber es ist nicht so, wie die meisten Schuldner denken, sie bekommen dann überhaupt kein Geld mehr, sondern es geht um Vermögen des Schuldners und um pfändbares Einkommen. Alles, was nicht pfändbar ist, hat bei ihnen zu verbleiben. Und in der Regel lebt der Schuldner ganz normal weiter, geht seiner Arbeit nach oder bemüht sich um diese. Ja, dann wie schaut es aus mit den Kosten? Die Beratung bei Ihnen ist jetzt kostenfrei. Wie wird das denn halt eben getragen? Wie finanziert sich das? Ja, wir im Unterschied zu den gewerblichen Schuldenregulierern, so nennen wir sie, das sind halt oft übers Internet auch ja, Inkassos, Anwälte, die hohe Summen von den Schuldnern verlangen und sie quasi noch mehr verschulden und ausbluten, ist unsere Beratung
kostenlos, kann sie kostenlos sein, weil wir ja extern finanziert werden. Wir haben 5 verschiedene Geldgeber. Den Hauptanteil finanziert, wie gesagt, schon das Land Rheinland-Pfalz. Die Sparkasse gibt einen großen Teil und den Rest teilen sich quasi unser Verband und der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier. Und deshalb können wir halt für den Schuldner kostenlos unseren Dienst anbieten. Aber ich sage immer, kostenlos ist er zwar, aber er ist nicht umsonst. Und viele Schuldner denken, weil es kostenlos ist, ja, lass sie mal machen. Aber ohne Mitarbeit des Schuldners, wie gesagt, können wir auch nicht erfolgreich sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass auch der Schuldner weiß, wenn ich diesen Dienst anderswo abfragen würde, würde er mich sehr viel Geld kosten. Also es ist eine qualifiziert hohe Arbeit, die kostenlos ist. Wo gibt es das noch? Ja. Was wünschen Sie sich von der Politik? Was kann sie tun? Ja, der Hauptwunsch ist natürlich, dass wir wie bisher auch weiter gefördert werden, finanziell gefördert werden, dass wir eine stabile Basis haben, auf der wir arbeiten können. Gegebenenfalls, dass vielleicht auch eine Anpassung der Förderung, wie sie ja jetzt auch kürzlich durch das Land vorgenommen worden ist, stattfindet, damit wir auch möglicherweise ein bisschen mehr, damit wir auch Sachen wie Prävention machen können und Nachsorge. Denn wir verstehen unsere Schuldenregulierung, wie gesagt, als Kernstück. Ohne Prävention und Nachsorge, das heißt, indem wir gucken, ob unsere Beratung, unsere Betreuung Frucht bringt, ist das Ganze ja auch nicht nachhaltig genug. Also ein bisschen mehr Geld würden wir uns wünschen, aber eine stabile Förderung wäre schon sehr schön. Natürlich gibt es auch von der Sache her Wünsche. Wir würden uns wünschen, dass wir gerade in diesem außergerichtlichen Verfahren mehr Stabilität hätten und mehr Schutz. Wir haben keinen Vollstreckungsschutz. Wir sollen friedlich verhandeln. Wir sollen, ich sage immer, das Kaninchen aus dem Hut zaubern. Aber wenn der Gläubiger nicht will, vollstreckt er in unserem Rücken und macht unsere Pläne direkt zunichte. Also das wäre ein großer Wunsch von uns Schuldnerberatern insgesamt. Und wir wünschen uns, was schon lange durch die Presse geht, halt das Recht auf Girokonto für unsere Klienten, dass es im Grundgesetz verankert wird. Und auch zum Beispiel jetzt ein Gesetz, ist jetzt wieder ein gutes Gesetz gemacht worden, das nennt sich Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das beschneidet so ein bisschen den Wildwuchs der Kosten, die in dem Verfahren verursacht werden und gibt auch den Inkassos vor allen Dingen strengere Regeln. Das heißt, das Geschäft mit dem Schuldenmachen müsste aufhören in unseren Augen. Und es ist jetzt ein richtiger Weg dorthin beschritten worden, aber es geht in unseren Augen noch nicht weit genug. Haben Sie für die Zuschauer eine Kontaktadresse? Ja, in Trier ist die Schuldner- und Insolvenzberatung im Haus der Beratung lokalisiert. Das ist in der Petrusstraße 28. Wenn Sie reinkommen, da ist im Clearingbereich, die Damen sind auch quasi von 8 bis 16 Uhr da. Da kann man also den ersten Kontakt herstellen. Da kann man sich zum Beispiel den Fragebogen für Schuldner auch abholen. Wenn man in einer Krisensituation, also sich befindet, wo konkret jetzt eine Pfändung vorliegt oder man kommt nicht an sein Geld, dann haben wir auch dort eine offene Sprechstunde. Und die ist dienstags nachmittags zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr. Das macht derzeit unser ehrenamtlicher Rechtsanwalt. In Saarburg haben wir auch eine Sprechstunde. In Saarburg bin ich ja montags vormittags immer. Die Sprechstunde ist da von 9 bis 11.30 Uhr. Auch dort können Sie sich hinwenden, natürlich telefonisch jederzeit. Wir haben keine besonderen Telefonzeiten. Es gibt auch Beratungsstellen, die schon mal sagen, da darf man nicht anrufen. Wenn wir da sind und nicht im Gespräch, sind wir eigentlich auch telefonisch erreichbar und per E-Mail natürlich jeden Tag. Und das geschieht auch sehr häufig. Sie haben auch einen Internetauftritt, wo man sich auch noch mal so ein bisschen schlau machen kann.
ja, über das Ganze, über den Ablauf. Genau, und von unserem Verband haben wir auch eine Internetseite www.rcvtrier.de, wo man also die Adressen und die Kontaktpersonen und die Öffnungszeiten und sowas nachlesen kann. Ja, ansonsten gibt es ja auch gute Adressen im Internet, ich sage immer von Kollegen, aber das gebe ich dann in der Beratung den Klienten dann bekannt, dass sie also nicht alle Informationen, die im Internet sind, für bare Münze halten, sondern dass sie an seriöse Adressen dann auch geleitet werden. Aber das kann ich Ihnen, das können Sie auch anfragen, das kann ich Ihnen auch zuschicken, solche Adressen. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese wichtigen Informationen. Hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen auch. Das war Frau Dr. Behrens Weber von der Schuldnerberatung der Caritas Trier mit den Möglichkeiten auf ein Leben ohne Schulden. Falls Sie später zugeschaltet haben und möchten die Sendung in voller Länge sehen, so können Sie das gerne unter www.ok54.de/mediathek tun. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.